Sie sind da. Das weiß ich bereits. Lass das Triebwerk laufen. Wir wollen Ihre Gastfreundschaft nicht über die Maßen ausnutzen. Ganz meine Meinung. Bei dem Gedanken, auf einem imperialen Zerstörer zu landen und dann auch noch mit persönlicher Einladung, wird mir ganz anders. Wir werden bereit sein, jederzeit aufzubrechen. Captain? Captain? Darth Maar erwartet euch auf der Brücke. Ich gehe davon aus, dass ihr den Weg noch kennt. Ist er zu sehr beschäftigt damit, unserem Ziel hinterher zu schnüffeln, um mich persönlich zu begrüßen? Ich bin sicher, mein Lord wird sich freuen zu hören, dass ihr es kaum noch erwarten könnt, ihn zu sehen. Imperiale sind sich ihrer Sache immer so sicher. Willkommen an Bord. So, und jetzt nochmal ein herzliches Willkommen und ja, schön, dass du wieder dabei bist. Diesmal ein doch sehr spektakuläres kleines Special. Bevor wir das hier aber durchziehen, möchte ich hier kurz was in der Einstellung ändern, so richtig easy. Captain, ich habe von eurer Aktion gehört. Nicht schlecht. Ja, du nervst. Bewegung. Laufen und gehen. Also als obermega geilen Typen, ne? Yeah, ich bin der Beste. Ich will der Allerbeste sein. So, kennen wir ja alles. Erstmal zum Briefkasten, haben wir einen Post bekommen. Hallo! Nur ein paar Prügeleien und niemand wurde erstochen. Ihr habt die Wette verloren. Rückt die Credits raus. Nö. Diese Mission ist noch nicht vorbei. Glaubt mir ruhig, bevor es soweit ist. So, was haben wir denn? Ja, genau. Das ist jetzt heute ein kleines sogenanntes Special. In diesem sogenannten Special ist das letzte Beachtebeginn. Ja, habe ich eine Überraschung natürlich, ne, weil ihr sehen könnt, ich bin ja hier schon 60. Der Name sollte tatsächlich jemanden auffallen. So, dann wollen wir erstmal zu Darth Barra, zu Darth Maar, ne, und mal gucken, was er von mir möchte. Ich habe eure Nachricht erhalten. Habt ihr ihn wirklich gefunden? Ich kann ihn sogar jetzt spüren. Wir kommen immer näher. Unser ehemaliger Imperator ist da draußen. Euer ehemaliger Imperator. Die Republik war schlau genug, ihn von Anfang an tot sehen zu wollen. Für eure Ziele war er nie von Nutzen. Aber es gab eine Zeit, in der er nützlich für unsere war. Warum ist er so weit gereist? Warum verschlingt er jedes Leben auf Siost, um danach in die Tiefen des wilden Raums zu fliehen? Er ist machtbesessen. Wir können nicht davon ausgehen, dass er vernünftig handelt. Vielleicht habt ihr recht. Wenn wir ihn finden, glaube ich, dass ich den Rat der Sith zum Handeln bewegen kann. Aber was ist mit der Republik? Die Hilfe, die wir erhalten haben, war nützlich, wenngleich eingeschränkt. Und anscheinend war sie auch inoffiziell.
Wird eure Regierung dabei helfen, diese Bedrohung zu zerstören? Kanzlerin Zaresh wird niemals den Krieg aufgeben. Wir sind auf uns allein gestellt und auf alle, die wir überzeugen können, uns zu helfen. Dann muss das genug sein. Mein Sith Lord, ein Sensorkontakt, 15 Kilometer, klein, keine Lebenszeichen, eine Art Sonde? Die Daten entsprechen den Scans der unbekannten Kraft, die Korriban angegriffen hat. Die Schilde hoch! Verfolgen und zerstören! Seid vorsichtig, Ma. Das könnte eine Falle sein. Das wird sicherlich der Fall sein, wenn wir diese Sonde entwischen lassen. Ausweichmanöver. Um 180 Grad wenden. Wir wurden geentert. Feindliche Einheiten auf allen Decks. Ich kümmere mich um die Eindringlinge. Ihr bringt uns hier raus. Verdoppelt die Heckdeflektoren. Waffenenergie zu den Triebwerken umleiten. So, Dalle, dann wollen wir mal. Also, heute sind wir hier ein kleines Special, wie gesagt. Und dieses Special wird so geil. Jetzt muss ich natürlich mal gucken, wo müssen wir eigentlich lang. Hallo? Hallo? Gehen wir mal zu dieser Tür da. Yeah.
ich habe mir gerade so ein bisschen den Arsch verbrannt. Aber genau das kann ich erst dann sein, wenn es aber nicht so funktioniert. Das war heller. Gut, was haben wir denn hier? Panzertür! Der Schild wird nicht ewig halten! Wir können sie nicht einfach da drin lassen! Wir müssen ihnen helfen! Wir müssen diese Position halten! Sie haben ihren Job und wir unseren! Oh. Das mache ich nach einem sehr geilen Ausschussverfahren. Ich gucke, warte. Wir wollen ja meine Brille nicht verschmutzen, deswegen. La. Schließ die Panzertüren. Wir müssen den Droiden den Weg abschneiden. Gut. Dann habe ich also so ein Schiff. Es tut mir leid. Es musste getan werden. Ja. Geh zur Brücke. Sie werden jede Kanone brauchen, die Sie kriegen können. Ei, ei. Sofort. Och ja. Nächste bitte. Kanada. Alle tot. Gut.
Gib mir ja die Kraddels. Kaboom! Das ist ein Special von Metal. Irgendwie, naja, ist das, bin ich hier Kopfgeldjäger. Beziehungsweise ich bin sowas wie ein Revolverheld, ne? Für Geld mache ich alles, ist klar. Was haben wir denn hier? Was ist das hier? Schubidu, stirb doch endlich, du dumme Sau! Verreck doch endlich! Geht doch! Warum denn gleich so? Muss man erst für Terror machen oder was? Nee, nee, nee. Was haben wir denn jetzt hier? Blitzgranate. Brandgranate. Ja, alles Granate oder Granate? Wo denn her? Sag mal. Feinde sind in den Steuerbordbereich eingedrungen. Sie dürfen nicht weiter vorrücken. Ja, hör auf rumzuheulen mal, Alter. Darf mal, dieser Spinner von immer. Eine sehr wackelige Angelegenheit hier. Versucht es weiter! Captain, wir sitzen fest! Die Andock-Vorrichtungen und die Luftschleuse sind zerstört! Könnt ihr uns helfen? Ich bin gleich da, Corso. Ja, Corso. Echt mal. Mach doch mal jetzt den Fass auf.
So. Federalala, Federalala, Federalala. So. Da muss man lang. Das macht mir da so einen Eindruck, als ob. Stark. Ihr habt es geschafft, Captain. Aber hier draußen sind mehr Feinde, als ich zählen kann. Wenn ihr eine Bresche seht, nutzt sie. Jemand muss es zurück in die Zivilisation schaffen. Und wir sollen euch einfach so zurücklassen? Auf keinen Fall! Ich bin schon schlimmeren Situationen entkommen. Und ich bin gleich hinter euch. Los jetzt! Wenn ihr meint, wir halten einen Platz am Sabak-Tisch frei. Lasst uns nicht zu lange warten. Der Feind ist in das Technikdeck eingedrungen. Sie haben es auf den Primärgenerator abgesehen. Ich mache mich auf den Weg, wir treffen uns dort. Ja, ja, mach mal. So, auf zum Technikraum. Treff da mal im Technikraum. Alle. Ich fahre jetzt Fahrstuhl. Turbolift ab in den Technikraum. So, und weiter da. Ich hoffe, ganz ehrlich, ich hoffe, dass ich jetzt hier so abgeschlossen. So sieht's aus. Erstmal wollen wir hier Darth Maar eine Rolle als Tank geben. Weil ich bin der Meinung, dass ein Sith als Tank doch eine ziemlich gute Figur machen würde. So, wo müssen wir dann hin? Wir müssen. Nochmal zum Fahrstuhl. Yeah. Sagt mal, wo kommt ihr denn her? Vorhin oben, bitte sehr. Feindliches Feuer hat unsere Schäde durchdrungen. Rumschaden wird überprüft. Und? Nicht optimal, mein Sith Lord. Kümmert euch darum. Schaltet sie aus. Es gibt noch mehr von ihnen. Sagst du, Harvard.
Schubdüsen sind getroffen. Selbst wenn wir die Energie wiederherstellen, könnte die Situation ausweglos sein. Ich hatte nicht um eure Einschätzung gebeten. Ihr sprecht nur, wenn es etwas Neues gibt. Sonst verliert ihr eure Zunge. Ja, mein Lord. Bitte entschuldigt. Durch den Sieg zerbersten unsere Ketten. Bist du da sicher, Dagmar? Reparatureinheiten beim Hilfsreaktor melden. Dagmar, du bist ein kleines Arschloch, du willst mir Hallo mal wieder sagen. Ja, dann kümmere dich doch um die Mensch. Genug. Ich brauch nur durch Geld. Den Sieg zerbersten unsere Ketten. Ich brauch nur euer Geld und das hole ich mir. Ob es nun euch gefällt oder nicht. Mehrere feindliche Einheiten nähern sich der Brücke. Barrikaden werden errichtet. Haltet die Stellung. Bis zum Tod. Wir werden diese Position nicht verlieren. Das schwöre ich bei meinem Leben. Ach, Scheiß. Wie sieht's mit jetzt aus? Ich gehe mal sicher, dass das runter. Erstmal machen wir das so. Dann machen wir das so. Dann kriegst du hier eine Granate an den Kopf geknallt. Ziel erfasst. Eliminierung steht bevor. Na komm schon, kleiner Roboter, mach dich platt. Vernichtet sie! Der Energiekern macht es nicht mehr lange. Wir können die Schilde noch mal hochfahren, aber sie werden nicht lange halten. Der Hyperantrieb ist komplett ausgebrannt. Feinde auf der Brücke! Wiederhole! Feinde auf! Es gibt noch eine rudimentäre Notfallsteuerung. Aber die feindlichen Schiffe haben uns umzingelt. Es bleiben nicht viele Optionen. Gib das Schiff auf, oder? Dann retten wir so viele Leben wie möglich. Achtung, die Schilde versagen und der Feind hat uns umzingelt.
Verlasst das Schiff, solange ihr noch könnt. Ups. Sei es.